Немец тілінен интенсив дәрсләр. Hallo an alle zusammen. Geht es Ihnen gut? Wollen wir dann Stunde 53 fortsetzen? Nun, heute werden wir mit Ihnen lernen, zu sagen, also seit wann man bei einer Firma arbeitet. Die Mike begon, zu sagen, Kachandan Björn Brandberg Firma, der Fahliat alle Boriat Kerningesne, Eitschne, Urgenare Kermes. Hierfür sind neue Wörter für Sie. Seit wann? Die gerne. Kachandan Björn. Immer noch. Jaki, schon schicke noch. Immer noch. Haliyama. Hali ham. Ger o. Darek. Mazmunda busse. Jumlada. Nicht mir. Ortak. Juk. Yani. Ich arbeite dort nicht mehr. Min uyerde ortak schlemmeiman. Jaki. Ich arbeite dort immer noch. Oder ich arbeite dort noch. Min uyerde halicham schlemmeiman. Die Vollzeit. Tolik stavka demeze, tolik hajimde schlesch. Die Teilzeit, wo siz orndashs, vata da schlesses, yani tolik bulmagen stavka da schleschinges, de nemestele da fodalash, die Teilzeit, deb atalareken. Der Mitarbeiter, birge schlauchinmalar, Mitarbeiter khodimlar, die Mitarbeiterin, Ayol xodima, der Freelancer, yoki der Freelancerin, bu nemislar uchun ham nima so'z? Xalqaro so'z va bunda nima nazarda tutiladi? Bu freie Mitarbeiter oder freie Mitarbeiterin. Ya'ni buni qanday qabul qilasiz? Ma'lum bir firmada o'rindosh sifatida ishlovchi to'liq mas'ul bo'lmagan shaxs vazifalarga de freie mana sizga nimada nemis tilidagi sharhi ham berilgan ekan de freie Mitarbeiter oder freie die freie Mitarbeiterin. Gut. Shuningdek, grammatikada darsimiz maqsadidan kelib chiqqan holatda qancha vaqtdan beri ma'lum bir firmada ishlayotganingizni aytishni o'rganamiz dedik. Demak, bunda dan beyon, dan beri pretlogi bu nemis tilida seit deb nomlanadi va u doim dativ kelishigi bilan qo'llanadi. Ya'ni bu degani siz bilasiz, nemis tilida o'zbek tilidagi kabi qo'shimchalar yo'q, ya'ni masalan bir otga masalan 10 yildan beri demoqchi bo'lsangiz, siz yil so'ziga dan qo'shimchasini qo'shib aytaverasiz o'zbek tilida, lekin nemis tilida shunday bo'lmaydi, balkim siz otni oldidan bir pretlogni aytasiz va o'sha dan beri pretlogi seit ekan va undan keyin nimani artiklni dativ kelishigida qo'llasangiz, o'sha to'liq ma'no kelib chiqar ekan. Masalan, seit sehen Jahren, endi bu yerda son bilan aytilayotgani uchun nimani artiklni turlanish holatini ko'rmaysiz. Seit sehen Jahren, lekin mana nima bilan aytasiz? Noaniq artikl seit einem Monat, seit einem Jahr, bir yildan beri. Seit ein Jahr deb bo'lmaydi, das Jahr. Demak, seit ein Jahr desam xato bo'lar ekan, uni dativda turlashim kerak ekan, dativ kelishigida. Seit einem Jahr, seit einem Monat, seit einer Woche, bir haftadan beri masalan. Lekin biz sifralar bilan aytamiz, unda ulardan keyin hech qanday o'sha dativ kelishigini seit seinem, seit zweiem, agar uni harflar bilan yozganingizda ham nima qilmaysiz, sonlardan keyin 2, 3 va hokazo dativ kelishigini qo'shimchasi qo'llanmaydi. Seit 2 Jahren, seit 3 Jahren, 4, 5, 10 Jahren, 50 Jahren, faqat o'sha sonni aytasiz, xolos. Gut. Seit wann
arbeiten Sie bei Eurotechnik? Eurotechnik in Name, Firma, Eurotechnik, da kann schon dann wieder schließen. Savol geht der Katkling. Es ist Unil dann wieder, Barhafte dann wieder, die ist urgentis, Ende. Agar undan savol qachondan buyon, qachondan beri demoqchi bo'lsangiz, seit wann so'rog'i bo'lar ekan. Wann seit emas, seit wann. Qachondan beri ishlaysiz, arbeiten Sie irgendwo, qayerdadir. Bei Eurotechnik zum Beispiel, ne? Mana sizga javob Januar 2002 debdi. Ya'ni 2002-yil yanvardan beri. Endi shuni sizdan so'ralayotgani vaqt o'shaning uchun seit Januar 2002 deb so'roq so'z o'rniga yozamiz. Undan keyin arbeite ich bei Eurotechnik zum Beispiel. Kesimni ham o'sha shaxs songa qo'yamiz. Ya'ni arbeiten ich bo'lmaydi, arbeite ich, men ishlayman. Bu yerda ishlaysiz bo'lgani uchun arbeiten Sie bo'ldi. Demak, yana diqqat qiling, agar siz aniq vaqtni aytasiz, mana yanvar 2002-yil yanvaridan beri bizda o'zbek tilida birinchi yilda aytamiz, keyin oyda aytamiz. Lekin nemislarda birinchi oy, undan keyin yil ekan. Seit Januar 2022. Jahre, die ist schon damals. Schunchaki, Yelde, das ist wohl. Seit 2002. Okay? Ich arbeite seit 5 Jahren bei Eurotechnik. Masalan. Min bisch Yelden bei Eurotechnik, das Schleimann. Okay? Seit einem Monat. Seit einer Woche. Ja? Sehr gut. Wie gefällt Ihnen Ihre neue Arbeit? In der Savalne ausgärtertig, wenn er etwa gelingt, sizga ishingiz qanchalik yoqadi? Bu vazifada ana shunday bir savolga qachondan beri ishlaysiz emas, ishingizni sizga qanchalik yoqishini aytishni o'rganasiz. Arbeiten Sie noch bei der Bank 3? Hali ham Drei Bankida ishlaysizmi? Ma'lum bir muassasa nomini tarjima qilmaymiz. Drei deb bilsak ham, uch bankida ishlaysizmi deya olmaymiz. Drei Bankni nein, nicht mehr. Shunday javob bersak ham bo'lar ekan, qisqa qarang, yo'q, ortiq yo'q. Ortiq ishlamayman degan ma'noni berar ekan, nein, nicht mehr. Ich arbeite jetzt bei Lachner Finanz. Men hozirda nimada? Lachner Finanzte Schleimann. Ach ja, schon kama. Seit wann? Qachondan beri? Qachondan buyon? Seit 6 Monaten. 6 oydan beri. Wie gefällt es Ihnen? Qanday? Sizga yoqayaptimi u yerda ishlash? Ganz gut, danke. Juda yaxshi, rahmat. Und was machen Sie? Nima qilasiz u yerda? Ich bin immer noch bei Eurotechnik, aber ich bin nicht mehr im Verkauf. Demak, uyerda men nimaman? Hamon Eurotechnikadaman, lekin nimadaman? Sotuvda emas, savdo qismida emas. Ich arbeite seit 3 Wochen in der Marketingabteilung. Men 3 haftadan beri marketing bo'limida ishlayman. Okay? Demak, siz bilan bu yerda e'tibor qilamiz. Ishni o'zingizga yoqishi. Es gefällt mir sehr oder ganz gut, sehr gut. Danke. Va shuningdek, minnatdorchilik bildirish ham xos. Xuddi o'zimizdagi kabi nemislarda ham mana wie gefällt es Ihnen? Es bu yerda o'sha ish, sizga shu ish qanchalik manzur bo'layapti. Ganz gut. Juda ham. Ya, menga ma'qul. Danke. Mana shunday qisqa ifodalar bilan ham fikringizni bildirishingiz mumkin ekan. Kesimsiz ham. Okay?
Hierfür eine Höraufgabe für Sie, der neue Verkaufsleiter, Yenge Savdanımızı Başlığı, Satı Bölümü Başlığı, Rehbere, dem nomlanadı. Ve biz endi nima qilamiz? Şu şahs doğrusunda berilgen savollarga tinglab tushunish matnida aytilgan fikrlarni nima qilamiz? Javoblarni yozamiz. Dastavval savollar bilan tanishib oling. Undan so'ng men sizga matnni o'qib eshitiraman. Okay? Wenn Sie bereit sind, dann fange ich mal damit an. Herr Bender, ich möchte Ihnen gern Frau Seibert vorstellen. Sie arbeitet mit mir in der IT-Abteilung. Sabine, das ist Herr Bender. Herr Bender ist ein neuer Kollege. Er arbeitet seit einer Woche bei uns. Hallo, Herr Bender. Hallo, Frau Seibert. Sie und Frau Kraus sind also Kolleginnen? Ja, Kolleginnen und gute Freundinnen. Wir arbeiten seit 5 Jahren hier in der IT-Abteilung. In welcher Abteilung arbeiten Sie? Ich bin seit letzter Woche im Verkauf. Ach, dann kennen Sie ja Herrn Müller, den Abteilungsleiter. Ja, ich kenne ihn, aber Verkaufsleiter bin jetzt ich. Herr Müller ist seit gestern Marketingdirektor. Ach so. Geschafft? Ulgordengesma? Sehr schön. Dann machen wir mit der letzten Aufgabe unsere heutige Stunde Schluss. Ne? Ein Fragebogen zum Beruf. Namage Kaspinges uchun bir soronoma. Demak, sizga bizda savollar mavjud, anketa savollari va sizdan ularga javoblar berishingiz kutiladi. Wo arbeitet er jetzt? Oder wo arbeiten Sie jetzt? Ist er oder sie Voll- oder Teilzeitangestellter? Seit wann arbeitet er oder sie dort? Das ist tinglab tushunish matnidagi xodimlarni javoblar xodimlardan kelib chiqib javob yozishingiz ham mumkin. Ularni tinglaysiz va masalan Frau Seibert oder Herr Müller oder wir haben ja noch hier neue Abteilungsleiter und Frau Mikli haben wir auch hier. Entschuldigen Sie bitte, kechirasiz. Bizda tinglab tushunish matnimizni da mavjud bo'lgan nimalar? Shaxslarni, vazifalarni ham yozib o'tishingiz mumkin yoki erkin yondashgan holatda ushbu savollarga tasavvur qiling. Siz ma'lum bir firmada qachondan beri ishlaysiz? To'liq stavkada ishlaysizmi yoki to'liq bo'lmagan hajmda ishlaysizmi? O'rindosh yoki yoki qachondan beri ishlaysiz u yerda? Qaysi bo'limda ishlaysiz? 4-chi savolda masalan, ishingiz o'zingizga yoqadimi? 5-chi savolda, 6-chi savolda sizdan so'rayapti, qachondan beri ishlaysiz? Yoki qachondan beri ma'lum bir joyda ishlamaysiz? Ana shu ma'lumotlarni javoblarni berishingiz sizdan kutiladi va bu tariqa ham siz bir chiroyli nimani dialogni tuzasiz va bir chiroyli nutq matnini tayyorlaysiz va bunda men sizga omad tilayman. Viel Glück und viel Freude beim Erledigen dieser Aufgabe. Und damit schließe ich dann heutige Stunde. Danke ich mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen.